Hallo zurück bei Chorus. Wir kämpfen wieder gegen lustige Gesichtslose. Ich bin Dennis und wir sind immer noch im Tempel vom Zirkel und wurden jetzt hier von Gesichtslosen überrascht. Au! Also überrascht ist ein großes Wort dafür, dass wir die ganze Zeit uns alles sich hier nur um Gesichtslose dreht und hier jetzt halt welche aufgetaucht sind. Das hätten wir uns auch denken können. So ein Stück weit. Au. Ich stelle mich halt sehr dumm an beim Kampf gegen die, weil es jetzt auch nicht so mega viel Platz hier ist, um sich zu bewegen. Und die beste Verteidigung gegen die gesichtslosen Schwärme ist ja durch sie durchfliegen mit unserem neuen Ritual, was wir letztes Mal freigeschaltet haben. Mit diesem Rush nach vorne. Quasi mit dem Boost. Und dann sind dahinter aber gerne mal Wände. Und das tut dann weh. Go for the kill, ja, das war mein Plan. So, jetzt sammel doch mal das lilane Gekröse ein. Dann können wir nämlich auch mal... Können wir nämlich auch mal ein bisschen mehr Ritualenergie benutzen. Jetzt lasst mich doch einfach mal in Ruhe hier. Au. Das tut weh. Das tut weh. Ich heile mich mal, wo ich gerade mal die Chance habe. Autsch. Wenn man die dann immer verfehlt, das ist natürlich auch ein bisschen doof. Wir müssen die jetzt auch zerstören, ne? Wir können nicht einfach fliehen oder sowas. Das wäre natürlich auch ganz schön. Wenn das ginge. Aber das nervt an diesen Schwärmen immer, dass man die nicht alle auf einmal erwischt. Sondern die bewegen sich, man bewegt sich. Das heißt, zwei Sachen bewegen sich im 3D-Raum aneinander vorbei. Und da trifft man die natürlich nicht besonders gut, weil es schwierig ist, das einzuschätzen. Ist übrigens auch der eine Grund, warum ich es hasse, Rocket League zu spielen. Dieses Auto-Fußballspiel, ihr kennt es sicher. Weil ich das nicht kann. Ich kann das einfach nicht mit einem sich bewegenden Objekt, also dem Auto, ein bewegendes Objekt, das am besten durch die Luft auch noch segelt, nämlich den Ball, irgendwie abzuschätzen, wo ich den jetzt erwischen kann. Ich treffe da nie irgendwas. Ich habe es versucht. Ich verstehe auch, dass das ein ganz lustiges Spielchen ist, aber also, es ist einfach nicht für mich, wenn ich das nicht zusammenkriege, mit zwei sich bewegenden Objekten irgendwie dann noch taktisch und richtig geplant und so zu agieren. Das ist dann alles nur noch reiner Zufall. Und so macht sowas natürlich auf Dauer jetzt nicht so richtig Spaß. Aha, Mann. Komm schon. Yes, waren sie das? Das waren sie, oder? Sehr schön, dann lass uns doch jetzt hier endlich mal abhauen. So, hier war jetzt auch immer noch die Schuld, die uns verfolgt. Ich hoffe, das ist jetzt vorbei. Die hat nämlich ein bisschen genervt. Stressschuld. Mann, Schuld ist ganz schön stressig. Lieber keine Schuld auf sich laden. Wir haben es geschafft. I've been thinking. The prophet, he bonded with the faceless, but it changed him. Ja, Teambuilding Experience haben sie. What if that happens to me? If the faceless learn all I know. Was weißt du denn? That would be the end of everything. Everyone, all humankind will suffer for my failure. You are not him. You've overcome many weaknesses. I still have many left. Ja, wer nicht? Kein Mensch ist perfekt. So, wo ist denn jetzt das Herz? Wir wollten doch zum Herz. Da ist das Herz. Ich habe das Gefühl, hier in dem System, zumindest bisher ist hier noch nicht so viel los. Also, gut, es gibt hier noch so ein paar Zufluchte oder sowas, aber wir fliegen da jetzt einfach direkt weiter, ne? Warum denn nicht? Wir schon wissen, was wir beim Herz finden. Die alte Ritualstätte. Der Ort, an dem der Prophet die Gesichtslosen getroffen hat. Soweit ich das verstanden habe. Oder war das der Tempel, wo wir jetzt gerade waren?
Auf jeden Fall hier in dem System hat der Prophet praktisch Gott getroffen, also die Gesichtslosen. Das heißt nicht unbedingt Gott, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier nicht so sehr um eine klassische irgendwie Götter- und Prophetengeschichte geht, sondern um quasi Außerirdische aus einer anderen Dimension, die unsere Dimension übernehmen wollen, also sprich eine Invasion. Und sie haben halt einen Idioten gefunden, der gedacht hat, er spricht mit irgendwelchen Göttern, den sie problemlos davon überzeugen konnten, ihnen zu helfen bei der ganzen Geschichte. Also, das erscheint mir realistischer, als dass es hier tatsächlich um Erleuchtung geht. Okay, haben wir irgendwelche Proben gesammelt? Ja, okay, vielleicht ist es gar keine Invasion in dem Sinne, sondern Notwehr. Die Gesichtslosen kommen. Das erinnert mich an die Geschichte mit den Borg und Spezies 8472 bei Star Trek Raumschiff Voyager, wo die Borg ja die ganze Zeit der Voyager-Crew erzählen, ja, hier die Spezies 8472, diese komischen Wesen aus dem Glibber-Weltraum, die aus dem Flüssigraum, die kommen hierher und die wollen die ganze Galaxie erobern. Ja, die wollen uns vernichten. Uns alle. Nicht nur die Borg, alle. Und wir müssen uns zusammentun, um sie abzuwehren. Und dann kommt im Laufe dieses Story-Arcs raus, das Spoiler-Alert, dass die Borg gesagt haben, ach komm, da gibt's eine Paralleldimension mit so einem Flüssig-Weltraum, fliegen wir da mal hin und assimilieren da mal alles. Und dann fand die Spezies 8472 das aber doof und hat halt sich gewehrt und dringt jetzt stattdessen sozusagen in unser Universum ein und versucht uns fertig zu machen. Und natürlich erkennen die den Unterschied zwischen Borg und Menschen nicht. Also, woher sollen die das wissen? Dass wir irgendwie nicht miteinander, sondern auch gegeneinander kämpfen. Da ist er. Ja, die können schon schießen, mach dir da mal keine Sorgen. Sie kannten sie ja auch noch nicht. Ist hier noch was? Da ist doch noch was zum Einsammeln. Zack. Credits. So, jetzt fliegen wir aber mal zum Herzen. Das ist ja hier auch direkt um die Ecke. The circle's most holy site, reserved for the prophet's blessed. He never took me here. It is a dangerous place, filled with faceless energies. Ich hatte so verstanden, dass Nara irgendwie schon so mit die Lieblingsschülerin des Propheten war und so eine der Ältesten und eine der, na, nicht im Sinne von ihr biologisches Alter, sondern die Ältesten, die Elder sind ja so seine obersten Offiziere sozusagen. Wenn sie hier nie hier rein durfte, wer durfte denn da hier rein? Ein sehr exklusiver Club. Okay, kommen wir hier einfach rein? Nee. Sieht nicht danach aus. Dann müssen wir wohl nochmal in 6 Kilometer Entfernung Sachen kaputt machen. Erreiche die Höhlensysteme. Erreiche das Frachtlager und erreiche die Konvertenanlage. Gut, dann zerstören wir halt mal so ein paar Türme. Okay, also hier sind so eine Schalter draußen, die ich dann abschießen muss. Aber erstmal, damit wir es einfacher haben, machen wir die ganzen Türme kaputt. Das ist, glaube ich, die sinnvollste Variante. Okay. So, jetzt sind das hier drei so eine Schalter, ne? Dann müssen wir uns mal eine richtige Route abstecken. Also. Dann fliegen wir hier oben lang. Und dann stoßen wir so dagegen. Aber es reicht trotzdem noch.
Das Spiel wird... Tatsächlich ist das erste Mal, dass man dieses Driften machen muss, ist bisher auch das schwierigste gewesen. Also, schon ein bisschen verwirrend. So, wo hat sich jetzt das Kraftfeld geöffnet? Da drinnen irgendwie. Komme ich da rein? Ich flieg mal... Manchmal muss man einfach wie in einem Meeting mit Kollegen... Manchmal muss man tatsächlich einfach mal einen Schritt zurücktreten und von außen drauf gucken auf das Problem. In diesem Fall ist das Problem, wie komme ich da rein? Theoretisch so, aber praktisch, naja, wir können ja mal von der anderen Seite gucken, aber da ist doch bestimmt auch noch ein Kraftfeld. Oder hat sich das jetzt irgendwie in Luft aufgelöst plötzlich? Na, guck mal, hier können wir jetzt was kaputt machen. Und dann... Okay, mehr Siegel. But where? Ah, hier ist noch eins. So, aber wo sind die anderen? Da unten ist noch eins. Ich muss mal wieder einen Schritt zurücktreten und gucken. Also, hier ist ein Siegel. Ah, danke. Jetzt zeigt er sie mir auch an. Okay. Also da hinten um die Ecke ist noch eins. Sehe ich das richtig? Ja, okay. Da müssen wir dann... Dann fangen wir doch vielleicht mit dem hier an. So. So geht das, glaube ich, am besten. Okay, jetzt müssen wir da irgendwie rein... War der Zugang hier vorne? Ist das die richtige Seite? Ja, sieht gut aus. Eins, zwei, drei. One energy flow terminated. Yes, I've seen these blisters before. Inside the void. The faceless influence on this reality is growing. I must stop this taint. I detect a cave system just below the surface. The faceless energies are coming from that, but this drill blocks our way in. A system reboot could retract it. Let's destroy its power supply. Impact. Ja, aber erstmal müssen wir ein paar Gesichtslose besiegen. Ja, diese komischen Blasen, die wir eben zerstört haben, die kennen wir tatsächlich noch aus dem Bossfight vor ein paar Folgen. Da hatte dieses gesichtslosen Megamonster ja so Blasen an den Tentakeln. Mussten wir auch zerstören. Das ist natürlich schon ein bisschen erschreckend, wenn dieses komische gesichtslosen Zeug jetzt auch überall hier wächst. In unserer Realität, das wollten wir doch eigentlich nicht haben. Jetzt stellen wir mal hier schon die Energiegeneratoren. Irgendwie so richtig viel Stress machen die mir hier gerade nicht. Alles sehr gechillte gesichtslosen Dödel. So, ich kann ihn mit meinen Raketen so schnell zerstören. Da kommt er gar nicht hinterher mit Reparieren. Okay, das war jetzt nichts mehr. Na dann fliegen wir doch hier mal rein. Mit unserem neuen geilen Rush-Ritual. Okay, durch eine Mine kann ich nicht durchrushen. Die muss ich abschießen, verstehe. Ich dachte, da fliege ich einfach durch. Merkt kein Mensch, dass ich überhaupt da war. So, weg mit den ganzen Minen. Da will ich nichts mit zu tun haben mit den Dingern. Im Chorus sind sie. Okay, na das hat doch gut geklappt. Dann auf zum letzten Gefecht, zum dritten Zugang, die Konverteranlage. Ja, was wird da konvertiert? Menschen? Wahrscheinlich nicht. Oh, das ist doch bestimmt wieder irgendein Supertyp. Okay, verursacht EMP-Felder, das ist ja unangenehm.
Ich dachte, das kann nur ich mit meinen Blitzis. So, dann schießen wir erstmal seine Helfer ab und dann gucken wir mal weiter. Hab nicht das Gefühl, dass das viel gebracht hat. Und ich glaube auch nicht, dass er sich das so vorgestellt hat als Elite-Vulture. War jetzt nicht so Elite, ne? Relativ schnell tot gewesen. Mit so einer schönen Raketensalve. So, hier sind wieder diese Blasen. Da ist eine. Da ist eine. Und hier noch eine. Da ist noch was. Vier. War da drin noch eine mehr? Wahrscheinlich, ne? Ja. Top, passt. Und ein Rumpffragment. Na dann, haben wir ja den Eingang aufgesperrt. In dieser super exklusiven Asteroidenbasis. Das ist ja mal... Also, wenn das jetzt nicht der exklusive Superclub ist mit Abendgarderobe und nur High-Stakes-Poker, dann weiß ich auch nicht mehr, was man hier tun muss, um da überhaupt reinzukommen. Also, da ist ja das Berghain dagegen... Da ist ja einfach Tag der offenen Tür, und zwar jeden Tag, verglichen hiermit. Aber die brauchen hier gar keinen Türsteher, die haben halt einfach überall so geile Rätsel- und Verschlussmechanismen, dass man sich abrackern muss, um da auch nur in die Nähe zu kommen vom Eingang. So kann man es natürlich auch machen. Stell euch mal vor, ihr müsstet erstmal so drei Escape Rooms lösen, bevor ihr ins Berghain kommt oder in irgendeinen anderen Club. Das würde ganz schön die Spreu vom Weizen trennen. Na gut, aber da fliegen wir jetzt nicht rein. Die letzte Folge war nämlich extrem lang und ich will das jetzt auch nicht zur Gewohnheit werden lassen, dass die immer eine halbe Stunde und mehr werden. Wir machen jetzt an der Stelle eine Pause und mit Pause meine ich, es ist leider Schluss für heute mit dem Spiel. Wir spielen das nächste Mal weiter, das wird in wahrscheinlich so 2 Tagen sein. Und dann hoffe ich, dass ich euch da wiedersehe. Bis dahin, gute Nacht, gute Schlacht und auf Wiedersehen.